Servus, willkommen zurück bei Battle Chasers für die Switch. Wir befinden uns immer noch unten in Totenwacht und man sieht, ja, sind wir gut zugange. Fehlen ein paar Sachen, aber das macht nichts. Haben noch nicht alles durchforstet, sind erst, wie man sieht, überhaupt nicht so richtig weit. Aber gleich mal rüber ins nächste Gebiet. Definitiv ein paar Sachen, die wir noch durchforsten müssen. Haben wir schon? Nix. Ja, hier waren wir ja auch schon überall. Wir müssen eigentlich nur noch rechts mal raus hier. Wo es beim letzten Mal geendet ist, sozusagen. Schon im Testament gelesen. Da fallen ein paar Sachen runter, wir sollen aufpassen. Komm, wir haben alles durchforstet. Wo ging es denn hier raus, Mann? Da geht es bestimmt nicht raus, aber rein. Gehen wir runter. Jups. So, weiter geht's. Genau, hier war das auch. Da konnten wir nämlich unseren Seelenstein reinpacken. Und damit können wir dann sozusagen in die Anderswelt, also auf die andere Seite, huschen. Und dort die Sachen, die wir brauchen. Okay. Das machen wir aber auch schon. Leute, die zugeguckt haben, wissen natürlich, dass wir hier schon überall waren. Macht aber nichts. So, den haben wir aktiviert. Schon mal gut. Letztes Mal konnte ich nämlich nicht aktivieren. Jetzt haben wir ihn. Achso. Warte, warte. So, jetzt müssen wir, glaube ich, rüberkommen. Von links nach hinten. Perfekt. Genau, hier müssen wir auch einmal kurz drehen. Aber dann. Ja, okay. Oder nicht? So, wir gehen das mal hier rüber. Und drehen das gute Stück. Tür auf. Und da. Auch darüber. So. Perfekt. Ein kleines Schalterrätsel, ne? Dieses Buch hat dünne, sehr alte. Das Leben ist nur ein Gefängnis, nur im Tod gibt es frei. Ja, okay, das wissen wir ja schon. Nur im Tod, das heißt, wir gehen durch die Tür, die tot wird, und wir verlieren nämlich kein Leben. Und können diesen Stein wiederholen. Super. Gut. Gesammelt. Hoch. Okay, genau. Hier sind wir das letzte Mal, haben wir hier letztes Mal aufgehört. Jetzt machen wir jetzt mal weiter. Gucken wir mal, wo es hier weitergeht.
So, endlich eine kleine Schlacht. Okay. Gut, haben wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Pegida hat, aber geben wir dir erstmal einen kleinen. Okay. Eieiei, wie der aufsteht. Lift. Ich weiß auch nicht, wie schnell der uns da reinhauen kann gleich. Was wir denn sehen. Oh oh. Okay, der knallt noch wieder rein. Na gut. Hier mal wieder ein bisschen Leben wieder zum Schluss. Sieg auf der ganzen Linie. So. Hier dann noch so eine Fledermaus. Es ist jetzt unbeschreibbar, dass Totenwacht viele von Veros toten Kämpfern beherbergt. Doch sie liegen hier mitten zwischen Tausenden, die nicht Teil seiner Streitmacht waren. Und so hat sich das Wirken der entsprechenden Schutzverrichtung als schwierig erwiesen. Wollen wir die Grabstätten zahlloser Unschuldiger entweihen, weil die abwegige Möglichkeit besteht, dass seine Diener wieder in die Schlacht gerufen werden? Der Gedanke erzeugt zwar Widerstreben, aber der potenzielle Preis dort hier ist hoch. Unser Klerus hat mit der Vorbereitung für die Rituale begonnen. Die Totenwacht und all ihre Bestatten mit einem Siegel bedeckt werden, auf das sie für immer bleiben mögen, wo sie schlummern. Denn auch ich, nein, mein Zögern könnte Leben kosten. Okay. Ich hätte den abschießen können, habe ich vergessen. Machen die normalen Dinger. Eieiei. So entflammt ist er. Das war easy. Okay, da gehen wir gleich rein. Jetzt hier draußen noch irgendwas. Ihr stoßt auf den Sarkophag von Valtinia, einer Königin, die einst über dieses Land geherrscht hat. Von ihrem Reich geliebt, tapfer in jeder Schlacht, ihre Hüter ruhen nah bei ihr. Du helfen in der langen Nacht. Was nun? Öffnen wir den. Ihr öffnet vor den Deckel. Ihr seht über den Überreste ebenso wie das Schild. Wir nehmen das Schild. Oh, guck mal. Okay. Warte mal, wir gucken mal kurz, ob wir das Schild benutzen können schon. Für irgendwas. Okay, würde für ihn natürlich Sinn ergeben. Machen wir auch. Angriffsstärke wird überall niedergelassen. Boah, ich glaube, ich habe eingetroffen. Okay, hier müssen wir ein bisschen mehr riskieren. Okay, machen wir einmal. Alter, der ist aber richtig fett hier. Na gut, müssen wir halt. Okay, jetzt sind sie dran. Okay, jetzt knallt er gut rein. Oh, was macht er? Schiss, flammt. Ist nicht schlecht. Für jeden Feind sein und heilt damit alle Verbündeten jeweils. Das machen wir mal. Ja,
machen wir jetzt auch. Cool. Nochmal Lauffeuer. Was geht's? So, wir sind ja entflammt. Mal gut ist. Oh Mist. Ich dachte, den können wir noch einmal wischen. Mist. Okay, jetzt kommt da die nächste Welle. Das ist natürlich schlecht. Weil wir immer noch entflammt sind. Das müssen wir gleich mal reinigen. Okay, da ist einer unsichtbar. Müssen wir das jetzt schon machen? Wir machen das mal. Sicher ist sicher. Obwohl das Lauffeuer nicht schlecht ist, kriege ich den einen auch noch. Shit. Och nee. Wir müssen auf jeden Fall zurückholen, anders läuft das hier nicht. Verdammte Axt, ey. Ich glaube, man geht rein da gerade. Okay, das können wir einmal machen. Okay, wir müssen jetzt immer die gute Monika zurückholen. Was machen wir denn am besten? Singende Macht. Der Erneuerung. Da ist sie wieder. Wenn man sie nicht da hier drauf geht. Gut. So, das müsste eigentlich jetzt klappen alles. Was war das? Genau. Na, können wir das schön. Erfahrungspunkte, Vorteilspunkte, Vorteil ablenkender Schuss, zwei erschlossen, Vorteilreinigung. Perfekt für uns. Gut, gehen wir unten rein. Okay, gehen wir erst dahin oder dahin? Wie geht das hier hin?
Feuer bekommen, das Viech? Oh, der auch noch in der. So. Die rote Monika. Zuckerner Schleim sein. Wo ist die Kiste? Eisenhautschloss kommen, okay. Hier können wir auch rein. Ah, es war doch irgendwas mit der Tod zeigt den Weg, also hätte man da reingehen, wenn man. Töten wir jetzt mal die Geratspinne. Wir können schnell machen. Wunderbar. Verlorene Seelen und befreit. Klappert noch ein Schütze. Reicht leider nicht. So. Ja, richtig. Wirklich wichtige Teile beschützt hier. Oh, das ist noch eine Kiste. Wir haben alle Türen auf. Ja, da können wir einen Stein. Oh, da können wir verschiedene Sachen. Oh, dreimal? Lass uns mal gucken, wo wir den am besten reinsetzen. Da kommen wir rein jetzt. Gut. Aber irgendwie. Ach so, okay. In dem Gebiet entdeckt ihr eine schwache Aura eines lebendigen Wesens. Zwar lässt sie sich nicht ausmachen, wer oder was ist, aber es ist eindeutig, dass es leidet. Oh. Da! Ihr seht einen verwundeten Banditen, der sich die Seite hält und vor Schmerzen schwach und erschöpft ist. Hätte leichte Beute sein müssen, ich hätte es besser müssen. Versuchen ihm zu helfen. So die Kräften zu helfen mit Kräutern, Tränken, Magie, nichts hilft. In dem Wissen, dass es vorbei ist, winkt euch fort. Etwas zu spät oder besser als gar nichts. Er macht ein paar letzte Atemzüge, dann schläft er friedlich ein. Der Kopf fällt ihm auf die Brust, seine Augen. Er ist tot. Ah, schade. So, durchforsten nochmal alles hier. Wollen ja nichts liegen lassen. Nach eingehender Forschung glaube ich, dass die Gegend um den sogenannten Totenwort der Ort ist, wo Versus viele seiner größten getöteten Soldaten nun zum Zwecke zur Auswirkung begraben hat. Das gewundene Labyrinth, der Gräber, alles das.
So, gucken wir mal hier. Was ist das hier? 6-mal gerappten Ortschicht. Betrüllerz. Das ist auch mal schön für Sammeln, aber man kommt irgendwie. Passiert nicht so viel, ne? Schade, dass wir die Karte noch nicht gefunden haben. Den Brunnen trinken. Ja, sehr gut. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ein langer Weg. Ups, was war das? Seltsam. In der Tat seltsam. Hätte ich gerade zu uns gedreht? Hm. Nun gut. Oh. Kommt. Ihr nehmt, was euch nicht gehört. Das Todherz. Es zieht uns hinein. Okay. Was ist das? Tote und Lebende, Lebende und Tote. Diese Gefilde sind nicht bloß euer Spielzeug, Sterbliche. Ihr besitzt das Todherz, aber ihr versteht es nicht. Es gehört euch nicht. Ihr werdet es niemals nehmen. Oh. Und die nicht selber nicht sagen sollen. Markron der Verkohlte, okay. Machen wir denn da? Okay. Wir hauen ihn trotzdem mal mit diesem Schaden rein. Und hier müssen wir auch einen fetteren Schaden machen. Eieiei. Gleich tot. Hm. Wie schlecht ist. Oh nein. Ich kann nicht mehr heilen, den Scheiß. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist, die sind zu hardcore hier. Immer das Beste. Hat er noch hier gesagt? Nee. So.
Schade, schade. Hautsäcke. Das müssen wir definitiv beim nächsten Mal nochmal probieren. Für heute wird es leider nicht mehr reichen. Aber beim nächsten Mal sind wir dabei und werden diesen Makron, den Knochenhaini, da mal ordentlich platt machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.